Hallo und herzlich willkommen, Freunde, hier zu einem neuen Video und einer neuen JNC-Bewertung. Hey, ist das nicht ein Wunder, Freunde? Ach ja, das habt ihr richtig erkannt, so wie meine Zuschauer mich auf der Straße cover. Auf jeden Fall sind wir heute back. Wir schauen uns von Epic XXI an, Friends. Wir gehen auch direkt in diese Ansicht. Achso, ein paar haben mir unterstellt, wie ich einem Untersetzer unter meine Cola-Dose, dass ich zu oft Friends sage, dass ich das angeblich von Mois geklaut habe. Wahrscheinlich habe ich ein Wort bei einem anderen YouTuber geklaut, weil er da ein Patent drauf hat oder was. Nee, aber es kann gut sein, ich habe mir das echt hart angewöhnt, Friends zu sagen. Ich glaube von Mois und noch von irgendjemand anderem bestimmt. Auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit echt zu viel und zu oft Friends gesagt. Ich kann gerne wieder zurückgehen auf Freunde, wobei ich auch meinte, dass ich erst angefangen habe, Freunde zu sagen, übermäßig, und dann Mois mit Friends angefangen hat, aber Freunde, ich möchte jetzt ja nicht sagen. Wenn ich das lieber ist, Freunde, werde ich jetzt wieder 20.000 Mal Freunde sagen in einem Video. Also Freunde, wenn ihr das so wollt, Freunde, 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 Freunde. Ich weiß nicht, ich habe echt so das Problem, dass ich irgendein Wort richtig, richtig oft sage. Es ist echt unbewusst und unterbewusst, aber Freunde, so bin ich halt. Ich war auch wieder beim Friseur und es ist wieder nicht so gut geworden. Irgendwie, ich schwanke immer, wenn ich beim Friseur war, zwischen diesem Bild, das so ist es jetzt. Und wenn ich meine Haare länger nicht geschnitten habe, ist es so. Aber irgendwie wird es doch immer so eine Form dazwischen. Und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch nur kurz sagen, dass eben gerade vor 10 Minuten, weil ich ein bisschen wieder was verpeilt habe, wie meine Kompassnadel, könnt ihr hier nochmal reinschauen, Freunde, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich habe so ein Format, wo ich halt Zuschauerpost, Fanpost auspacke und mich ein bisschen darüber freue. Wir haben wieder frische Bilder bekommen, die werde ich hier anhängen. Also im nächsten Video müssten hier eigentlich ein paar nice kleine Bildchen hängen, neue. Also wenn ihr da noch ein bisschen reingucken wollt so, oder nebenbei das einfach anhaben wollt beim Labern, erst Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar, Freunde. Und ansonsten würde mich echt freuen, wenn noch ein paar Leute vorbeischauen. Und ja, dann sind wir jetzt aber back, wie gesagt, mit Epic, mit XXIII, das glaube ich für 23 steht, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und ich möchte jetzt gar nicht viel länger labern, Freunde. Los geht es doch. Oh, ich habe es doch schon vorgespult. Da wollte ich einmal mitsingen, ich singe ja sonst nie mit. Und dann kommt sowas. Viele haben gesagt, dass es eine sehr, sehr gute Runde von Epic ist. Deswegen bin ich echt gespannt. Alter, sieht nice aus. Digga, ich war gerade voll verwirrt, warum er nicht nass ist, aber Digga, das sieht ja voll nice aus, dieses Rückwärtsding, Alter. Holy shit. Das sieht nice aus, Mann. Digga. Oh, der Beat ist jetzt schon kräftig, Alter. Das ist eine andere Dimension. Seitdem ich da bin, sucht mich Interpol. Der Minderlohn ist hoch, lebendig oder tot. Ich zücke die Flows, schüttle sie aus meinem Handgelenk. Wenn ihr nur wüsstet, wie viel ich auf Lager hab, würdet ihr sagen, kranke Welt. Die macht es mit mir. Meister Yoda, komme mit übernatürlichem Stuff. Und ich da am Horizont schimmern in roter. Leuchtet in Farben, tausende Jahre verwonnen, doch jetzt bin ich da. Raumschiffe landen auf diesem Boden und holen dich ab. Die sieben Personen beschallen den Raum wie nach. Okay, es ist ein ungewohnter Style, auf jeden Fall. Aber sehr chillig. Ich muss noch ein bisschen damit klarkommen, dass der Beat richtig, richtig, ja, massiv klingt irgendwie. Klar, es ist ein bisschen langsamer, aber trotzdem sehr massiver und kräftiger Beat irgendwie. Dass er trotzdem da so gechillt drauf rappt. Ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber an sich gefällt mir die Art ganz gut, glaube ich zumindest. Wenn die Hook nice wird, könnte das echt ein heftiger Track werden. Die versendet, sie spüren dich auf, sie führen es auf, sie kommen zu dir, führen dich aus, du bist kontaminiert, organisiert, doch nicht von Menschen, zieh ein, dass du nichts ändern kannst. Wenn sie kommen, eine Sense, zeigen die Zeichen im Pentagramm. Nichts ist wie es scheint, okay, okay. Die Augen auf die Unendlichkeit. Vor unserer Nasenspitze ausgeraubt. Illuminaten auf der ganzen Welt, sie decken die Wahrheit, ich mach es jetzt amtlich. Nichts ist wie es scheint, 23. Nichts ist wie es scheint, mach die Augen auf. Okay, doch mal, die Hook feier ist. Wird vor unserer Nasenspitze ausgeraubt. Illuminaten auf der ganzen Welt, sie decken die Wahrheit, ich mach es jetzt amtlich. Also der erste Teil der Hook gefällt mir besser. Der klingt auch so ein bisschen Green-mäßig. Ich weiß, ich vergleiche in den Hooks oft die Leute mit Green.
aber Green sticht halt einfach hart heraus und wie mein Bleistift aus der Federtasche. Deswegen, ich weiß nicht genau, Freunde. Also der erste Teil gefällt mir besser, jetzt dieser kleine Übergang gefällt mir nicht so gut, aber dann sobald er 23 wieder droppt, bin ich wieder dabei, Freunde, bin ich wieder dabei. Ich gebe mir sie nochmal, komm. Also hier diese langgezogene und ja, ein bisschen hart betonte Sache erinnert mich halt schon hart an Green. Alter, die 23 kommt irgendwie gut rüber, meine Beat wird da kurz ruhig und na, ich glaube an sich ist die Hook schon nice, aber ich hätte sie mir noch ein kleines bisschen besser vorgestellt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass der zweite Part noch ein bisschen interessanter wird, weil an sich, ich finde es echt gut bis jetzt, aber ein bisschen zu langsam, vielleicht ein bisschen zu, ja, fast ein bisschen zu langweilig, bin ich ganz ehrlich. Es hört sich nicht schlecht an, ich mag Epic auch gerne, aber ich hoffe, dass jetzt im zweiten Part noch ein bisschen dieser Umschwung kommt, den ich wieder hart feiern kann. Nichts ist wie es scheint, 23. Ich muss sagen, der Beat ist echt krass, Mann. Beat ist echt krass. Ich bin jetzt 23 Jahre. Illuminati, schwingende Wellen erhellen den Raum. Oh, krasser Flow, Mann. Denn das Tsunami, unterbewusste Gedanken verdanke zu dem, was es bin. Telepathie bei perfekter Performance, Anomalien der siebte Sinn. Wir sitzen in der Aussage, treffen die Masse. Sie wollen nicht glauben, wenn ich ihnen sage, das passt. Schöne Stimmlage, ein bisschen tiefer, Mann. Finde ich gut, weil vorher war das alles so ein bisschen, ja, ziemlich verstellt die Stimme so ein bisschen, was ja auch nicht schlimm ist, passt da auch. Aber jetzt dieses kräftigere, tiefere finde ich ein bisschen nicer noch. Wir sitzen in der Aussage, treffen die Masse, sie fallen vom Glauben, wenn ich ihnen sage, das passende Ende des Passes ist magisch, regierende Kräfte erzeugen die Matrix. Revolution, teleportieren mich in die verschiedenen Dimensionen. Hier ist so manche nicht nachvollziehbar wie das Klonen. Erweiterte Flow, steigen im Orbit, verbreiten den Ghost, Pupillen sind groß, Motivation, steigende Maßnahmen bringen den Lohn, Emanzipation mit der Mann der Nation. Keine Animation. Digga, also erstmal, ich finde sein Flow echt krass. Ist so ein bisschen, ist, finde ich, so ein bisschen eigener, wirklich eigener Flow. Ich weiß nicht, habe ich jetzt noch nicht so gehört. Viele haben auch reingeschrieben, dass Rapido bei dem Track, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, auf jeden Fall bei dem Track von Rapido und Skis, dass Rapido am Anfang so ein bisschen den Flow von einem Eminem-Track irgendwie kopiert hatte. Habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt, aber ja, wollte ich nur kurz erwähnen, weil das ist mir nicht aufgefallen, aber nur, dass ich es mitbekommen habe jetzt. Aber hier finde ich den Flow echt irgendwie so richtig eigen, habe ich das Gefühl. Es ist wie gewohnt, ich erreiche den Status quo. Nichts ist wie es scheint, mach die Augen auf, die Unendlichkeit wird vor unseren Hasenspitze ausgeraubt. Illuminaten auf der ganzen Welt, sie decken die Wahrheit, ich mache es jetzt amtlich. Nichts ist wie es scheint. 23. Schöner Track, Mann. Schöner Track. www.snass.de, Alter. www.snass.de hat sich irgendwie so eine Seite, wo es so Snuff-Filme gibt, Alter. Doch, fand ich in Ordnung, die größte, das Epic schon im 16. Oh, er ist geflogen. Danke für den Spoiler, Jay. Kuss geht raus. Krass, okay, also erstmal, ich fand den Track gut. Ich mag Epic auch echt gerne. Aber für mich hat mir eine Sache irgendwie gefehlt, was, keine Ahnung, das für mich noch interessanter gemacht hat. Ist jetzt nur meine subjektive Meinung, aber ich fand den Track an sich ein bisschen zu langweilig an manchen Stellen, ein bisschen zu langsam. Ich mag gechillte Sachen eigentlich gerne, aber ich hätte mir hier noch vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen Abwechslung gewünscht oder dass der Beat an manchen Stellen vielleicht noch mal ein bisschen schneller wird, hätte vielleicht das Tempo ein bisschen angehoben. An sich auf jeden Fall eine gute Runde. Ich hätte auch gehofft, dass er weiterkommt, weil ich gerne noch was von ihm gesehen hätte. Aber die Gruppe ist halt auch echt stark, wenn man hier Mahoney Records jetzt ein bisschen außen vor lässt. Dann hat man hier noch Rapido und Skis Private Powell drin. Und klar, ich weiß nicht genau, Gruppe C und D wird ja zusammengesetzt. Also haben wir auch noch Lumara, Gary und Damon. Und
für mich sind das alles drei starke Rapper und Benson auch noch. Von daher, ja, ich fand die Runde nicht schlecht, aber ich glaube schon, dass es bessere Runden gibt oder Runden, die mir einfach persönlich besser gefallen in dieser und in der nächsten Gruppe. Von daher schade drum, aber ich kann damit leben, sag ich mal. Hier sind andere Leute drin, die ich mehr mag. Trotzdem, schöne Runde, aber ist eine, die ich mir jetzt nicht mehr so oft anhören würde, schätze ich mal. Weil mir da halt, wie gesagt, die Geschwindigkeit ein bisschen gefehlt hat. Aber an sich, jetzt objektiv gesehen, war es eine sehr, sehr gute Runde, wie ich finde. Und hätte auch gereicht, um weiterzukommen, wenn jetzt die Gegner, sag ich mal, nicht so stark gewesen wären. Ja, ich fand das Video auch wirklich gut. Das Video war echt richtig gut, Mann. Das war schön. Ich weiß nicht, es war sehr künstlerisch angehaucht. Wir haben diese LED-Sachen gut gefallen, auch diese Schwarz-Weiß-Szenen zwischendurch. Und wie gesagt, an der Hook fand ich den zweiten Part nicht ganz so gut. Aber ansonsten... ja, für mich ein bisschen zu langsam allgemein der Track, aber sonst echt schön, Mann, echt schön. Also von Epic können wir uns auch gerne außerhalb von JMC nochmal was geben, vielleicht ist er auch bei JMC 2 mit dabei, das wäre natürlich fresh. Ansonsten gibt es morgen schon die Bewertung, Friends, Freunde würde ich sagen, morgen gibt es die Bewertung und dann sind wir back mit Lumara, wo ich mich auch sehr drauf freue. Ich habe gesehen, Lumara hat auch irgendwie einen Track mit Michael Smolik gemacht. Hallo, ist da jemand? Ja, okay, tschüss. Die können wir uns auch mal ansehen, weil ich Smolik eigentlich recht gerne mag und Lumara auch sympathisch finde. Könnt ihr mal reinschreiben, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Könnte ich mir aber irgendwann mal raussuchen. Ansonsten würde ich sagen, was mit dem Video, Freunde. Wir sehen uns morgen um 12 bei Freaks und morgen um 16.30 Uhr ungefähr beim neuen Video von Ju und morgen um 18 Uhr bei der neuen JMC-Bewertung. Leute, was ist denn hier los, Alter? Ja, ich habe meine Sandalen angezogen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt eure Sandalen auch an. Dann gehe ich wieder in diese wunderschöne Ansicht, wo man mein wunderschönes Gesicht bewundern könnt. Und ja, bis dahin habt eine wunderschöne Zeit. Bleibt frisch wie Frischkäse. Und das wird jetzt mein neuer Autospruch, Freunde. Bleibt frisch wie Frischkäse. Bis dahin, bleibt fresh und ciao, Kakao.